Was fällt uns auf? Wenn wir hier vorne sind, brauchen wir irgendwie noch eine Möglichkeit, von der Insel runterzukommen, ne? Damit wir nicht die Mauer kaputt machen müssen. Wir bräuchten also hier sowas wie einen Ausgang. Und das schreit eigentlich nach so einem glitzekleinen Bootssteg hier, ne? So einer kleinen Angelstelle. Wir haben ja hier unsere beiden Gehege, die, ich sag jetzt mal, erstmal groß genug sind. Wir können die natürlich auf Dauer noch irgendwie auch ummodellieren und so, ist ja klar, wie wir irgendwie alles noch ummodellieren. Aber eigentlich, ich hole mal gerade ein bisschen Kies, wäre da doch so eine Bootsstelle mal ganz nett, oder? Ich glaube, ich habe hier Kies sogar drin. Genau, denn ich habe ja noch ein paar andere Sachen vor mit dem schicken Kies. So, dann würde ich das aber nicht hier gerade rauslaufen lassen, das sähe ja langweilig aus, sondern meinetwegen einen Block Platz lassen, so wie auf der anderen Seite. Dann geht das eigentlich hier hin. Was ist eigentlich mit der Musik los? Jetzt kann ich nicht gucken, leider, denn sobald ich hier raustabbe, ändert sich ja wieder meine Auflösung. Von daher muss ich gerade leider sogar einmal dafür die Aufnahme extra pausieren. Bis gleich. So, spielt die Musik jetzt? Ah ja, jetzt spielt sie wieder. Genau, das war nämlich irgendwie nur, ich weiß nicht, das Lied hatte so ein 5 Minuten langes Ende, in dem einfach nichts mehr kommt an Musik. Müsste ich dann vielleicht irgendwie mal zurechtschneiden. Weiß ja auch nicht, warum das jetzt so ist. Aber ansonsten würde mich auch mal interessieren, was haltet ihr von der Musik? Es ist, wie gesagt, von Johnny Beats. Er hat nicht mal verlangt, dass ich da seinen Namen irgendwie zuschreibe, zusage oder so. Die meisten wollen das ja immer. Oh Gott, das ist ja mit Lyrics. Nee, also das muss ich auf jeden Fall rausnehmen. So leid mir das auch tut. Aber trotzdem würde es mich mal interessieren, was ihr so ansonsten davon haltet. Denn ich finde es bisher eigentlich ganz cool. Ist jetzt vielleicht nicht die ultimative Nonplusultra irgendwas, aber kann man sich auf jeden Fall mal anhören, kann man sich mal antun. Und bevor ich hier nicht irgendwas gebaut habe, mache ich da, glaube ich, erstmal wieder so. Okay. Gut. Was ist das jetzt etwa auch mit Lyrics? Na, ich glaube, das war das Einzige. Okay, ansonsten wollte ich hier ganz gerne noch ein bisschen weitermachen. Das kann hier natürlich nicht so bleiben. Wir müssen irgendwie, ich sag mal, zumindest hier noch so einen zweiten Block drumherum, finde ich. Lalalalalala. Genau so. Ich glaube, da habe ich ja überall schon mal Erde drunter gepackt. Okay. Müssen wir gleich vielleicht diesen Teich auch noch so ein bisschen umsetzen hier vorne, dass wir hier noch so ein bisschen Erde, so. So können wir es eigentlich schon lassen. Da vielleicht noch. Na, da vielleicht noch. Okay. So, hier die Ecke noch ein bisschen. Nehmen wir das ein bisschen weg. Machen wir das irgendwie so vielleicht. Na, da vielleicht noch mehr Erde hin. Soll ja hier, ne, total so gewollt und gekonnt aussehen. Bin ich ja immer so absolut gut drin in diesem gekonnt aussehen bauen. Bin ich ja der absolute Meister. So, das finde ich schon gar nicht schlecht. Jetzt könnte man vielleicht doch da wieder einen Kies hin machen. Und dann da noch einen. Dann hätte man, glaube ich, eine halbwegs vernünftige Kurve. Die jetzt so irgendwie auch sogar symmetrisch ist und so. War eigentlich gar nicht mal so angedacht. Und ich finde, an diese Hausecken können eigentlich noch Lampen dran, ne? Aber machen wir einfach so Fackeln. Die sind ja irgendwie ein bisschen langweilig. Wir haben zwar eigentlich diese schön mit dem Bilderrahmen und so, aber ich mache die erstmal so einfach. Hauptsache, da ist ein bisschen Licht. Hauptsache, das spawnt nicht immer irgendwie irgendwas. Gut, das haben wir auch. Und jetzt ist eigentlich ja noch was geplant. Ich würde... Moment mal. Hier doch das Gleiche. Das soll schön aussehen. So. Eigentlich müsste hier jetzt was weg für die Kurve, aber das hier brauchen wir ja für unsere Treppe, ne? Wir könnten auch eigentlich die Treppe doch wieder dünner machen und dann irgendwie mit Geländer... Ich bin ja eigentlich für so ein Geländer, aber es gibt ja keine vernünftige Möglichkeit, in Minecraft irgendwie ein ordentliches Geländer zu bauen. Echt scheiße irgendwie, muss ich mal so sagen. Also klar, gibt es irgendwie irgendwelche Möglichkeiten, aber dann sehen die letztlich doch wahrscheinlich komisch aus. Wir könnten ja so ein, hier so ein Ding ins Geländer machen, ne? So eins aus Büschen quasi. Also ich kann sie ja wieder 1:1 abbauen, von daher, da die Treppe von der Seite jetzt wirklich nicht so schön aussieht, könnten wir ja zumindest einmal so eigentlich machen. Guck mal, passt auch genau mit unseren Büschen, weil es nicht mal geplant. Sieht zwar irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ich würde sagen, besser als vorher. Ja doch. Jetzt können wir aber dann da noch welche hinsetzen. Genau, dass das hier immer parallel ist zueinander. Oh ja, parallel. Genau. Und dann eigentlich da noch so ein bisschen Erde vielleicht. Oder wollen wir die ganze Erde hier wegnehmen? Wir können auch hier die ganze Erde, also zumindest diese Etage hier. Die Etage, genau. Also diese Höhe hier an Erde. Gut, dann irgendwie so. So, und hier dann eigentlich ein tiefer. Dann ziehen wir das mal alles einfach auf eine Linie. Dann sieht es zwar irgendwie wahrscheinlich wieder komisch aus,
Theoretisch sieht es besser aus, praktisch sieht es dann wieder unnatürlich aus. So. Ach, da oben auch noch. Jo. Nein! Boah, es geht so schnell mit dieser Schaufel. Okay, jetzt da unten noch die paar. Ich darf nur ganz kurz auf diese Schaufel drücken. Also nur ganz kurz, genau, auf die Schaufel drücken. Nein, linke Maustaste drücken. Und so finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Wie gesagt, praktisch sieht es ein bisschen komisch aus. Jetzt könnte man hier oben noch mehr Blätter vielleicht hinmachen. Noch ein bisschen mehr Eichenlaub. Ist jetzt alles so, es sind alles so Spontaneinfälle. Jetzt ist das schon wieder so mit der Musik. Das ist ja, dann muss ich da irgendwie nochmal die Enden erst cutten. Wenn das hier nicht so klappt, wie ich das haben will. Können wir schon hinlegen? Nein. Ah, jetzt kommt das nächste Lied. So, ansonsten hier mit den Büschen habe ich natürlich auch noch was geplant. Hier will ich doch irgendwie auch noch irgendwas haben, denn wenn ich da schlafe... Das Problem ist, wenn ich mir das Bett weiter nach vorne stelle, kriege ich da leider die Wolle nicht runter. Denn ich könnte die Wolle zwar umsetzen, aber ich habe ja genau auf der Unterseite diesen Kronleuchter. Und zwar den hier. Und wenn ich den jetzt so nah an die Truhen dran setze, das müsste ja, guck mal, 3 Blöcke könnte ich maximal nach vorne. Und ich brauche was zu essen. Dann wird das oben passen, sehr unten allerdings sehr komisch aus, wenn das direkt vor den Truhen wäre. Und die 3 Blöcke würden uns hier oben auch gerade mal, ja doch bis da, das wäre okay, dann stünde das Bett passend. Aber das ist ja unten einfach zu komisch aus. Von daher brauche ich da auch irgendeine Idee, wie ich das hinkriege. Ich könnte natürlich einfach die Wolle nach da weiter hinziehen oder ich mache mir halt irgendwie hier einen Balkon und dann kann ich draußen schlafen oder so. Ich mache mir einfach genug Fackeln aufs Dach und so, dass es dann eben keine Monster spawnen. Denn wenn ich hier einfach nur die Wolle weiterziehe oder ich müsste hier Slabs drunter setzen oder so. Das würde auch gehen. Das kann ich ja mal gerade probieren. Wolle, theoretisch beim Mobloot. Ah, ja. Und dann brauche ich die Birken-Slabs. Die sind genau hier. Also, dann kommen hier einfach Slabs hin. Sieht jetzt komisch aus mit den Truhen. Ich müsste gucken, vielleicht reichen 2 Blöcke. Dann sähe es vielleicht noch akzeptabel aus. Denn diese 2 Blöcke, die könnte ich ja vielleicht sogar in jede Richtung machen, dass es einfach so aussieht wie so ein unnötig großer Kronleuchter. Und dann könnte ich hier oben zumindest schon mal 2 Blöcke weiter nach vorne. Ab dem dritten wäre dann eben wieder Freiraum, ja. Oder wir müssten das noch irgendwie anders regeln, wobei ich dann gerade nicht wüsste, wie. So, jetzt kann ich das da hinsetzen. Und dieses Bett dann schon mal hier hin. So, wie gesagt, ich bin krank. Einmal ganz doll husten gerade. Okay, so. So. Gut, wo war ich stehen geblieben? Eigentlich bei dem Eichenlaub, nur dann hat es mich irgendwie mit dem Bett erst gefangen. Und zwar wollte ich hier ganz gerne das mal so vorsetzen, mal gucken, wie das dann aussieht. So dann nämlich. Dann geht hier oben nämlich unser schönes Geländer, wollte ich fast sagen. Unser schöner Hecke geht dann hier weiter. Da ist es dann auch einen Block höher. Dann haben wir hier so eine Art Geländer auf beiden Seiten. Wir könnten sogar noch hier runterziehen. Der ist aber irgendwie... Also das hier sähe dann besser aus, aber das hier sähe dann komisch aus. Könnten wir aber trotzdem machen, ne? Oh, da oben habe ich immer noch den Ansatz für die Treppe, die da eigentlich mal runtergehen soll. Aber da soll sie mittlerweile nicht mehr hin. Wo ich jetzt ja eigentlich am überlegen bin, ich würde ja ganz gerne dieses Wegesystem hier noch weiterbauen. Ist diesen Weg irgendwie da dran anzubinden, dann hätten wir auch noch eine weitere Möglichkeit, wenn wir jetzt hier irgendwo sind, hier runterzukommen. Dafür brauche ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Cobblestone, sowie Cobblestone-Treppen und sogar Cobblestone, diese neuen Steinmauern. Was ist hier denn passiert? Da wird der Schaufel wieder zu weit reingehauen. Okay, sorgen wir uns mal damit ein. Treppen, Mauern. Ach komm, ein paar mehr Mauern gleich. Und die normalen Steine. So, die Clean Stones kann ich dann eigentlich hier rein tun. Ach ja, wir haben ja unsere hier Behutsamkeit und so. Damit können wir ja gleich immer... Bleibt ja Clean Stone und wird nicht zu Cobblestone wieder. So. Gut, dann müsste dieser Weg hier irgendwie wieder so einen Schwanker nach rechts machen. Vielleicht mache ich auf Dauer dann auch die Katzenfarm hier noch hin und expande hier die Insel noch ein bisschen oder so. Aber erstmal würde ich sagen, bauen wir einfach und dann umändern können wir nachher ja immer noch. So, jetzt muss ich mal hier hoch. Das klingt gerade so leicht dramatisch interessant, die Musik, finde ich. Ich finde das cool. Wie gesagt, schreibt mir, wie ihr die Musik findet, wie ihr die gefällt, wollte ich gerade erst sagen. Wie ihr die findet, also wie es euch gefällt.
Und wenn ihr die genauso mögt wie ich, dann wird die auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal spielen demnächst. Ich könnte auch hier direkt die Treppe runtergehen lassen, ne? Oder ich lasse die Treppe erst da aufsetzen und dahinter runter. Oh, das würde auch gehen. Wir müssen da irgendwie noch ein paar Säulen hin, damit das ein bisschen stabiler noch aussieht. Am besten sehen ja einfach die Sachen aus, die wirklich stabil aussehen. Ist einfach so. Dann sind wir hier so ein bisschen... Ah, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. So, das da muss dann aber alles weg. Genau, dann liegt das hier erst noch so ein bisschen auf. Damit es nicht allzu lange gerade geht, würde ich es dann aber hier irgendwo spätestens auch abschrägen schon. Hier spätestens schon, genau. Also in etwa... So. Okay, wo ist meine Erde? Die Schaufel baut mal wieder viel zu schnell ab. Nein! Ach, Mist. Oh Gott, das ist so... Diese Musik. Wow. Okay, sieht derzeit noch ein bisschen komisch aus. Hier fehlt auch ein bisschen das Geländer noch. Wir könnten das halt hier so analog übernehmen irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob das echt besser aussieht. Vielleicht sieht es auch unecht besser aus. Wow. Mindfuck. Gut, und dann hier einfach immer einen Block höher und dann da die... Das Gedöns dran. Also, so. Nein! Arr, warum fehlt hier eine Erde? Eine Erde als solches. Da und da und da. So, jetzt muss dann, glaube ich, da auch noch so ein Ding hin und dann muss da vorne vor auch eins. Wie habe ich das denn da hinten gemacht? Hier habe ich... Oh, eine ganze Steinreihe vorgebaut. Beziehungsweise es hat, glaube ich, irgendwer anderes sogar gebaut, ne? Ich habe nachher dran rumgetüftelt nur noch. Eigentlich will ich ja auch mal wieder Leute mitspielen lassen, aber jetzt ist es mittlerweile so, es läuft ja dieser Community-Server einfach noch zusätzlich, auf den ihr unbedingt joinen müsst. Und da ist es jetzt einfach so, dass im Prinzip ich mich, wenn ich schon irgendwie mit irgendwem was baue, dann bauen wir eigentlich immer da irgendwas zusammen. Weil das einfach für die Leute auch ein bisschen greifbarer ist, da sind sie halt nicht nur einmal dabei, sondern können quasi immer wieder sich das angucken, immer wieder auch dran rumbauen und so. Das ist einfach, finde ich... Ich denke, ich kann mir einfach gut vorstellen und entsprechend die Leute auf dem Server finden das, glaube ich, auch so. Ist einfach deutlich näher an den näher an euch dran, sage ich mal. Als wenn ich euch einmal hier mitmachen lasse. Das klingt auch so irgendwie, ich lasse euch mal mitmachen. Und dann war es das für euch. Das finde ich irgendwie, finde ich eine blöde Alternative. Da ist dieses auf dem Server zusammen was bauen irgendwie schon cooler einfach. Okay, das hier lasse ich erstmal so. Von hier oben finde ich, sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Wir können ja hier jetzt analog, dann muss die da hin. So. Genau. Ist alles noch nicht so ganz optimal, aber das finde ich ist schon erstmal in Ordnung. Ne? Und jetzt ziehen wir hier diesen Weg da noch dran. Dann sieht das, glaube ich, auch schon mal besser aus. Jetzt haben wir hier natürlich einen 3-Blöcke breiten Weg und hier einen 2-Blöcke breiten Weg. Aber was haben wir gelernt? Wir können das Ganze umbauen, wie wir wollen. Und nachher sieht es doch irgendwie noch vernünftig aus. Ich würde sagen, hier erstmal diese Diagonal-Durchrushen-Methode ist eigentlich immer ein guter Anfang. So, das schon mal auffüllen. Und dann können wir es nachher einfach so ein bisschen umbauen, dass es noch ein bisschen schicker aussieht. Aber ich glaube, das war schon ein ganz gutes Durchrushen. Jetzt sieht es da vorne, hier zum Beispiel, da ist es noch ein bisschen mager. So. Vielleicht sogar noch einen. Hey, ach, zu früh gesetzt. So, oh, jetzt sieht er da schon reichlich fett aus. Da vielleicht doch wieder Erde. Muss einfach so ein bisschen. Ja, muss einfach so ein bisschen hier so vielleicht. Sieht irgendwie immer noch fett aus. Aber jetzt können wir da noch einen hinmachen. Dann passt das. Dann ist hier alles so ein bisschen fett noch. Und da wird es dann langsam. Naja, oder. Naja. Egal. Geht schon, ne? Okay, jetzt ist noch die Überlegung, wie machen wir das hier vorne mit unserem Fischerhütchen, das eigentlich erstmal gar nicht angedacht war, sondern, ach komm, behalten wir das erstmal im Hinterkopf, wollte jetzt erstmal was anderes machen. So, hier würde ich sagen, können wir noch so ein bisschen, so mal noch, ne, sieht doch alles gleich schon dann viel besser aus. Gut, hier geht's hoch, also ich finde mit so ein bisschen Detailarbeit kann man hier schon echt viel machen, also es sind zwar irgendwie nur so Sachen, wo... Man, also manchen fallen die bestimmt auch gar nicht auf, wenn sie jetzt mal ein paar Folgen nicht geguckt haben. Aber so für die Feinschmecker, ne?
sind das, glaube ich, schon ganz, ganz schöne Arbeiten, die wir gerade so machen. Einfach mal ein bisschen was im Detail anzupassen. Nicht immer nur die Grobmotorik. Ich hoffe nach wie vor, dass die Musik nicht viel zu laut ist. Arr. So, Damn Brains können wir mal gerade hier reinpacken. Jetzt haben wir noch das Problem, wenn wir es Problem nennen wollen, mit den Zäunen und dem Eichenlaub. Und zwar wollte ich ja oben, oder will eigentlich nach wie vor, das ist nichts aus dem Nether, so, ein paar Pflänzlein hinbauen. Die allerdings, wenn ich sie so größer baue, so wie sie hier sind, komisch aussehen. Denn das Größere davon wäre jetzt ja zum Beispiel so, das finde ich sieht kacke aus. Während es so, wie ich finde, eigentlich ganz gut aussieht. Aber an sich finde ich schon mal nicht schlecht, überhaupt das hier einen Block dran zu ziehen. Dann ist das hier oben alles nicht so ganz unförmig. Ach Mist, jetzt habe ich nicht genug Steine.